Hallo und herzlich willkommen beim Landgut Altenhof. Und heute mit dabei ist der Altbürgermeister Detlef. Hallo. Und der Topper. Grüß Gott. So, und der Altbürgermeister und ich, wir werden da jetzt einmal Trecker tauschen. Ich werde mich da in den Großen. Und da werde ich mal jetzt erst aber die Seemaschine auffüllen. Rums. Wieder Geld ausgeben. Wunderbar. Danken sollte die den auch, aber das. Nee. Ups, wo fahr ich? Nein, hat schon gestimmt. Du musst schon danken, ich hab keine Tankkarte. Du hast keine Tankkarte? Uiuiui. Ja, ich vergessen. Oh. Wie kann denn das passieren? Ja, der Detlef ist nicht mehr der Jüngste. Da vergisst man sowas schon mal. Ach, ich hab alles vergessen, sogar meine Brieftasche. Okay. So, dann sind wir da auch aufgetankt. Da führen wir das geschwind da zurück und dann mal geschwind weiter ansehen. Was ein schimpft der Altbürgermeister, wenn ich da nicht fertig will. Stopp. Fast du Retour. So, ja. Und stopp und zack und raus und fahren wir. Dann stellen wir den da wieder rein. So, und dann switchen wir damit durch, bis wir da in den D8 drinnen sind. Sehr gut. So, haben wir schon. Ah, da ist unser Altbürgermeister. Guten Tag, Herr Altbürgermeister. So, jetzt hoffentlich passen wir da durch. Lalala. Ja, 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 das sage ich auch immer. So, ich muss mal gucken. Jetzt müssen wir das Stickel da fertig machen. Wo da meine Seemaschine leer gegangen ist. So, jetzt da. Und Gas. Sehr schön. Du musst jetzt einmal gucken. Wie meinst du das, Detlef? Was denn? Du hast gesagt, du musst einmal gucken. Was musst du gucken? Ich hab nichts gesagt. Ja. Ich dachte, du musst mal gucken. Ja, hab ich gehört. Und unsere Zuschauer auch. Na gut, dann guck ich mal nach meinem Fleisch. Nach dem Fleisch? Er hat einen Braten in der Röhre. Seinen Braten in der Röhre. Wer weiß, was das für ein Braten ist? Ja, das frage ich mich auch gerade. Aber andererseits will man das so genau wissen? Nee. Glaube ich eher nicht. Ich glaube auch nicht. So, ich habe geguckt. Gott sei Dank hat er das nicht mitgekriegt. Jetzt haben wir wirklich einen Klick gehabt. Jetzt haben wir echt ein Glück gehabt, weil das. Oh. Das wäre schlecht ausgegangen für uns. Das wäre. Boah, Topper, das war. Puhu. Das hätte Ärger gegeben. Nee, aber so richtig Ärger, also. Pff. Ja, hallo. Was denn? Was habt ihr denn damit noch zu verheimlichen? Nichts. Hä? Wir haben doch nichts zum Verheimlichen. Hallo? Wir würden doch unseren Altbürgermeister nichts verheimlichen, bitte. Ja, da seid ihr zwei die Richtigen, genau. Genau, das stimmt, Detlef, das haben wir die Richtigen. Ja, sie würden nie was sagen, sie würden dich nie irgendwie anlügen, also. Nee, sowas können wir gar nicht. Nee, das können wir gar nicht, also. Nein, das stimmt, das weiß ich, das können wir also, niemals machen. Also, wenn ich meinen Altbürgermeister anlügen sollte, sollte mich der Blitz beim Scheißen treffen. Nein. Du warst heute schon? Ja. Das ist illegal. Warum? Ich lüge dich doch nicht an. Wir haben nichts zu verheimlichen.
Ja, ist ja richtig, zum Verheimlichen, wir haben nichts zu. Nee, haben wir nicht. Nö. Ja, die Zuschauer werden das sagen. Ich glaube, die Zuschauer werden da dasselbe sagen, was wir sagen. Wir haben denen nichts zum Verheimlichen. Nein, liebe Freunde da draußen, bleibt mir die Wahrheit ins Fett. Da wirst du wohl keine Antworten kriegen. Ich glaube, da wird nicht viel darunter stehen. Nö. Ja, bei Money Chat nicht in meinen. Ich hab ja gar nicht. Och, bei Money wird nicht stehen, weil wir ja nichts verheimlichen haben. Muss da ja auch was gewesen sein, wenn wir so scheinheilig tun. Scheinheilig? Nee, es war wirklich nichts. Du hast gesagt, du gehst in die Küche nach deinem Braten schauen. Ja. Ja, und seitdem haben wir eigentlich nicht viel geredet, bis du wieder zurückgekommen bist. Ja, was da noch gekommen ist. Ja, nix. Also ich bin nicht gekommen. Na, ich bin schon zweimal gekommen, aber... Nein, du hast gesagt, du hast deinen Braten in der Röhre, nicht wir. Nein, nicht in der Röhre, sondern auf dem Ofen. Oder Herd. Heißt der jetzt Herd? Haben wir da verhört? Der Detlef hat da gesagt, er schaut nach dem Braten in ihr Rohr, oder? Ja. Habe ich doch richtig verstanden, ne? Keine Angst, ich auch war das schon. Dann bist du weggegangen und ja. Er glaubt uns nicht, Opa. Kann man eh nicht hin, aber ich verstehe es halt nicht, weil. Ja, wir haben ja nicht gesagt, also. Nein, wir haben ihm noch nie angelogen in Detlef. Nee, noch nie in unserem Leben. Nee, und unser Altbürgermeister haben wir noch nie angelogen. Hochheilig verspreche ich das. Ah ja. Also seit wo der Detlef Altbürgermeister wurde, ist haben wir noch nicht angelogen. Mhm. Alles klar. Ihr wohnt alle im Neubau, gell? Wieso? Wie? Das wird euch auf Balken treffen, da gleich zusammenbricht. Wieso? Das ist unglaublich, oder? Ich verstehe das nicht. Na, ich verstehe das jetzt auch jetzt nicht ganz, aber... Wir haben aber doch gar nicht gesagt, Detlef. Naja. Aber er glaubt uns nicht. Nein, ich glaube euch doch. Was ist, haben wir das auch schon geklärt? Na bitte, na Gott sei Dank. Ja. Ich hätte jetzt schlaflose Nächte gehabt, wenn der Detlef uns das nicht glaubt hätte. Ja. Aber dass er uns glaubt, das ist schon mal super. Ja, das ist total toll. Ja. Bin ich richtig zufrieden. Ich kenne da meine Mitarbeiter, das sind ganz ehrliche Menschen. Ja. Na klar, sonst hättest du es ja nicht angestellt. Ja, schwer. Wir sind die... Und die reden nur gut über mich und... Die Engel in Person, ja. Also... Wetzen, Kura! Ja, da haben wir jede Menge davon. Juhu, das ist dann eigentlich ein Mähdrescher. Aber ich tue da trotzdem jetzt fertig ansehen, bevor wir das verkaufen gehen. Aber jetzt sich der Altbürgermeister und der Manikus an Anhänger schnappen und das wegführen. Ist das eine Idee? Ich muss in die Küche. Was? Ich muss nochmal an Braten schauen. Okay. Ja, das ist halt so, wenn man was im Ofen hat, ne? Okay. Na gut. Wenn nicht. Mach ich es halt mit dem Topper, ist auch kein Problem. Ich muss mähen. Okay, dann mach ich es allein. Ja. Okay, na, hat mich lieb. Wo hast du denn T8? Hängst du da die Drehwicht hinten dran? Ja, aber das, ich fühle mich da so einsam, wenn ich da hinfahren muss. Hm. Vor allem weiß ich ja gar nicht mehr, wo das war. Ich hab zwar gelesen Weizen, aber ich hab nicht gelesen, wo das ist. Im Landhandel. Ja, außerhalb vom Hof. Am Landhandel. Landhandel? Ah, okay, ich glaube in die Ecke. Schön. Ja, ich bin da gleich fertig. Das ist doch gleich um die Ecke. Da bei 39, also. Dann kann die Geschichte gleich losgehen und das ist unser nächster Mähdrescher. Juhu. Ich freu mich. Wer denn überhaupt?
206.000. Ui. Ja, sag ich ja, das ist eine Lawine. Das. Und wie viel Geld kriegen wir jetzt da? Hast du vielleicht zufälligerweise geschaut? 649. Wow. Tonnen. 649 Euro. Du, das ist ein ganz großer vielleicht. Naja, ganz groß wird er nicht, aber. Ich glaube, und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe den Käse, dass sie dir ausgeht. Der große. Der größere, sagen wir so. Na, wir werden mal sehen, wie viel bei rauskommt. So, zweimal noch Detlef und ich bin fertig mit Ansehen. Detlef? Detlef! Der ist schon wieder im Backrohr beim Braten. Der hat schon wieder den Braten in der Röhre. Ja. Aber der, weißt du, erzählt immer ja den Braten in der Röhre, aber sagt nicht, was für ein Braten, gell? Mhm. Ist das schon aufgefallen? Ja. Soll ich mal fragen? Mhm. Okay, wenn er wieder kein da ist, dann frage ich. Weil hier fehlt mir nein. Auf der Weide. Da fehlt irgendwie. Oh. Sag bloß, wir haben nicht mehr 49. Wenn der mir jetzt hier eine Kuh geklaut hat, dann gibt's Ärger. Dann gibt es Ärger. Dann werde ich ganz böse mit dem Altbürgermeister. Echt? Uiuiuiui. Mhm. Der arme Bürgermeister. Eigentlich wollte ich mir nochmal 50 Kühe dazulegen, aber wenn er mir jetzt eine klaut, püht er nicht. So, dann ab damit zurückstellen. Wir sind fertig. Ich hoffe, unser Altbürgermeister wird auch irgendwann einmal fertig mit dem Ansehen. Mit dem Dünnern. Hm. Ah, da ist er ja schon wieder. Soll ich jetzt fragen oder nicht? Detlef, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Was? Ich muss ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Ich hab kein Interesse an dir. Doch. Ist die Bertha hin? Welche Bertha? Ja, hier, meine Kuh Bertha, die fehlt. Keine Ahnung. Ja, du sagst, du hast einen Braten in der Röhre und mir fehlt eine Kuh, also. Es tut mir leid, aber eine ganze Kuh krieg ich auch nicht im Backofen. Ja, aber trotzdem. Eine halbe Kuh sieht scheiße aus auf dem Acker, aber. Detlef, könnten wir zwar mit Traktor tauschen? Nö. Bitte, weil ich kann den Anhänger sonst nicht anhängen, da müsste das Gewicht wieder hinten hingehen. Nimm doch den Samen, oder nicht? Nein. Ja, mit dem fährt der Detlef. Achso. So, dann ja. Bisschen ankoppeln, halt. Das hast du gut gemacht, Detlef. Jetzt kommst du nicht mehr weg, ne? Unser Altbürgermeister pickt in der Wand. Schaut euch das an. Du musst einmal geschwind, Topper, hau dich mal ins Samen rein. Oh, jetzt ist er weg. Schade. Na geh. Mit dem Traktor. Der ist in der Wand gepickt. So. Achso, ich habe jetzt da noch einen Anhänger stehen. Nein, ist wurscht. Einen habe ich hier oben. Nein, ist wurscht, das wird sich schon ausgehen. Aber wieso, du kannst du da zurücksetzen, den brauche ich jetzt hier oben im Moment nicht. Nee, das lass nur. Das wird sich schon ausgehen. So, Weizen. Bitte danken. Voll machen. Weizen Start. Und jetzt schaue ich noch einmal, das ist Weizen ist beim Landhandel. Und der Landhandel ist. Ah, da gleich. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir da hinfinden. Also nochmal zurückzukommen auf die Bertha. Wo ist sie? Aber Freunde, das werden wir in der nächsten Folge hören, was mit der Bertha ist. Wir sagen für diese Folge mal ciao. Tschüss. Ich habe.